Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de. Leute, es geht schnell heute. 10 Minuten mit dem Michael. Das ist Servus, der Michael. Leute, Servus. Es geht schnell heute. Leute, es geht schnell mit heute. Axel, der extrem gut aussieht. Oh, danke. Ja, du siehst toll wirklich? Aus, Axel. Du siehst wirklich toll aus. Ja, geil. Und der Lars ist natürlich auch, darf auch wieder dabei sein, nachdem es eine kurze Pause gab, als die Kollegen auf der MS Europa waren. Das habe ich mich aber sehr gefreut für euch. Und heute, lieber Michael, hast du einen VDP-Wein. Das ist ja immer ein Signal. Und ich glaube, es ist eine Gruppe, ein Geschwister, Meiernekel. Oh. Die waren ja schon mal Illusion. Ja, du hast alles gesagt. Illusion. Der Wein heißt Illusion oder Illusion. 2022, ganz aktuell. Ja, die sind auch von der A? Genau, Meiernekel von der A. Die hat sich auch massiv getroffen. Ja, leider, massiv, mit ja. Diesen, genau. Also kurz, wir haben doch dann kurz danach oder kurz davor mit dem mal kurz davor, ne? Ja. Kurz davor. Und aber die haben es überlebt, sozusagen. Also das nein, ich glaube, da ist ganz viel draufgegangen, auch an Weinen okay, von denen. Ganz viel. Und wir müssen eigentlich nochmal einladen, eigentlich, um zu hören, wie es jetzt denen eigentlich genau geht. Das ist geht. Eine schöne Idee. Und die ja. Hatten, also ich glaube, man konnte das Weingut, weiß ich, 2 Jahre gar nicht besuchen, weil das wirklich die jetzt massiv erwischt. Ja. Und nun war ich jetzt auch gerade, überhaupt nicht in dieser Stimme, aber der Keller meiner Eltern ist ja jetzt auch abgesoffen, da im Süden Österreichs, als ich gerade zu Hause war. Und du bist halt gegen Wasser so machtlos, ne? Also du schaust zu, wie das dir reinfließt und du kannst nichts machen. Ja. Ja? Und deswegen ist es, glaube ich, einfach nur grausam. Sind deine Eltern auch so weinverrückt wie du? So weinverrückt? Ja. Generell? Ja. Generelle Frage. Nee, überhaupt nicht. Nee? Okay, aber sie haben Weinkeller. Nee, da liegen meine Weine drin, ja. Also okay. Und die sind also ist dein Keller abgesoffen? Nein, unser Keller ist abgesoffen. Ja. Nein, ich habe alles höher. Höher, schneller, weiter. Ja, alles höher, genau. So kennt man den Kollegen. Genau. Also Meiernekel. Ein Blanc de Noir, muss man sagen. Ein Blanc de Noir, was heißt das? Was heißt das, Axel? Das heißt, dass er aus roten Trauben gemacht ist, aber nur sehr kurz auf der Hefe, auf die Maischel, keine Ahnung. Dass er nur sehr kurz Kontakt hat. Genau, aber letztendlich ja. Blanc de Noir, also ein... Die Rebsorte ist ein Spätburgunder. Ja. In dem Fall ist es ein Spätburgunder, kann auch ein anderer sein. Kann auch jeder andere sein, ne? Also kann auch ein. Und ich finde, man sieht es, er hat so einen ganz leichten. Einen rötlichen Stich. Genau. Ja, völlig richtig. Genau. Ist das für dich, wenn du dann von uns als dein Lehrling solche Sätze hörst, bist du dann schon. Freue mich drüber. Freust du dich nach 4 Jahren? Ja. Denkst du, es hat was gebracht? Ja. Ich denke mal so, sag mal, hast du einen Stich? Da gibt es ja irgendein Lied, oder? Ja. Dann denke ich schon wieder nur an dich. Ja. Dabei fällt mir immer Michael Stich an. Genau, das ist immer wieder das Gleiche. Weil ne, ich bei Cinemax mit einer Freundin irgendwie und sag so, hey, da ist Michael Stich. Und dann sie so, hä, wer hat einen Stich? Und Michael Stich. Ernsthaft? Ja, ohne Scheiß. Dreht sich so um. Oh. Ja. Wirklich passiert. Oh. Und hast du dich bei Michael damals entschuldigt hier in dem Podcast eigentlich, seinerzeit, als er hier war? Bei Michael Stich? Ja. Nee, ich habe mich irgendwie nicht getraut, die Geschichte zu erzählen. Doof, ne? Wisst ihr, wir müssen einmal wieder Luisa Neubauer nach so vielen Jahren einladen. Die war eine der ersten. Und damals war sie ja noch gar nicht so in der Weinwelt drin. Jetzt auch nicht, oder? Nein, aber wir können sie noch mal einladen. Aber wir sind weiter drin. Wir sind weiter. Also, jetzt mal sehen. So, schauen wir sie aus 96 rauszaubern für sie. Ja. Die Nase ist durchaus floral, ne? Würde ich sagen. Was ist das, was man da sieht? Also, für mich ist es jetzt auch so ein bisschen Honigmelone, so weiße Melone. Okay. Wenn du so Schinken und Melone hast, ja, das ist genau Nase nee, ist ein bisschen. Glaub ich glaube, es geht in die falsche Richtung. Nee, aber es riecht, aber weißt du was, es riecht gut. Man mag es gerne. Bisschen Limettenzeste. Wenn du jetzt sagen würdest, das riecht nach Stein, dann würde ich sagen, okay. Mhm. Es riecht kühl, es hat eine Frische. Hast du diese Melonenfrucht? Das war eine Frische. Hast du diese Melonenfrucht? Ne? Nee, okay. Irgendwie, also. Nee. Aber wann hast du mal eine Melone gegessen jetzt? Kürzlich. Oft Melone. Honigmelone. Also, nee, Honigmelone nicht. Also normale Melone. Wassermelone. Wassermelone, ja. Das schon, aber. Die riecht ja nun sehr wenig, eine Wassermelone. Genau. Hm. Aber guck mal, wie schön das aussieht in deinem Glas, so dieses rote Geplänkel. Ja, witzig, dass wir alle, wir riechen wie die, weil man riecht es gern dran. Ist immer genau, ja. Das glaube ich, kann man erstmal so. Ja, aber irgendwie, ne, also eben hatten wir es ja, der ist so ein bisschen rötlich und ich denke immer nur an, auch hier irgendwie an Erdbeere, Himbeere. Rötliche Früchte, aber die sind es nicht. Habe ich jetzt nicht, ne. Okay.
Oh, das ist interessant. Ich habe eher vielleicht noch. Ich habe Zuckerwatte am Ende. Zuckerwatte? Mhm. Also ein bisschen, was ist das? Ah, ich habe so ein bisschen Pfirsich, dieser Pfirsich, dieser Saft in so einer Pfirsichdose, ne, wo dieser Konservendose, wo diese eingelegten Pfirsiche, dieser Saft, der da noch drin ist, den habe ich so ein bisschen. Zuckerwatte, ja. Aber es ist schön, am Gaumen auch, schön. Das ist eine frische, ne? Mhm. Und dann hast du aber auch so eine Textur, so eine leichte Cremigkeit. Es hat durchaus Kraft am mittleren Gaumen, also es ist nicht gleich weg. Mhm. Im Mund fühlt sich wirklich gut an, ja. Aber hast du nicht dieses so ein bisschen so ein mhm. Ich glaube auch. Das magst du doch auch, Axel, oder? Das ist so ein süßer. Mag ich, ja. Kleiner. Ja, mag ich. Also es hat schon viel Säure, aber ich glaube auch ordentlich Zucker, ne? Ach, das mag ich richtig gern, muss ich sagen. Ist mal ein anderer Geschmack. Mhm. Ja. Also das ist schon trocken. Also ich glaube, und ich weiß gar nicht, der Spätburgunder per se hat ja dann meistens doch nicht so viel Säure wie die roten Rebsorten. Das heißt, der braucht dann auch nicht so viel Zucker, um diese Säure abzupuffern. Mhm. Und von daher weiß ich auf jeden Fall. Aber was ist das? Also der ist ja schon etwas astringierend. Ja, aber gut, das ist natürlich. Nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Mhm. Das gibt ihm natürlich Spannung. Wenn das nicht wäre, also wenn ich die Lippen so ein bisschen zusammenziehen sich würden, ja, dann wäre es ja wirklich langweilig. Und so hast du eben, aber beschäftigt sich danach auch noch. Wenn das genau, aber das kommt doch von der Säure, oder nicht? Ja, es kommt von der Säure oder eben von dieser Bitterstoff, der in den Schalen steckt. Das heißt, okay, einfach aus dem Wein heraus. Und auch okay, wenn die natürlich den Spätburgunder quasi nur kurz Skin-Kontakt haben, ne, mit dem Eiche, kommt da trotzdem ein bisschen Extrakt raus aus dieser Schalenhaut. Ne? Also und von daher, und dann liegt er noch fast ein Jahr auf der Feinhefe. Also der ist dann wirklich, passiert da ganz wenig und reift da langsam vor sich hin. Und dadurch kriegt er aber, also finde ich, doch eine Eleganz auch. Also der Wein, absolut, ist eben nicht so plump, ist sondern sehr, der hat was. Ja, Meiernägel kann auch mal teurer sein, aber ist. Ja, erstmal ist VDP erstmal per se schon. Günther ja auch hat zu uns gesagt, ne, wenn da Adler drauf ist, kannst du sicher gehen, eigentlich, dass eigentlich was Gutes ist. Also das kann. Genau, da wollte ich noch einhaken, aber habe mich dann nicht getraut, weil irgendwie, ich meine, Erik Manz ist nicht im VDP, nee, nicht VDP zum Beispiel, ja, so. Also ja, und da gibt es auch. Da gibt es viele andere, ja. Die halt top sind und die sagen, hab ich keinen Bock auf den Verein. Genau. Ja. Die gibt es auch, ja. Und so. Und aber es gibt ganz viele, die auch Bock auf den Verein haben und der Verein sagt, passt aber nicht ganz. Aber dann kann man sagen, wenn es VDP draufsteht, so, das ist schon mal ein Zeichen dafür, dass es wahrscheinlich gut ist. Aber ja, wenn nicht VDP draufsteht, heißt das nicht, dass es nicht gut ist. Völlig richtig. Das kann man genauso sagen, ja. Aber okay, gerade wenn du vor so einem Weinregal stehst mit 100 Flaschen, die du noch nie gesehen hast in deinem Leben, dann ist das ein Orientierungspunkt. Gibt das, ja. 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 Das stimmt. Teuer? Definiere teuer, 16,90. 16,90, also da 16,90. Muss man sagen, da bewegt er sich ja in derselben Preislage. Wie unser. Wie der Abendblatt Cremant, der ja 24 Punkte geholt hat. Und der Hampton Waters kostet auch so viel. Hampton Waters, muss ich sagen, sollten wir. Ah, war ich neulich auf Sylt. Lagerverkauf bei Sansibar. Mhm. Ganze Paletten Hampton Waters. Und was stand dran? Der neue Rosé von Gérard Bertrand. Von John Bon Jovi kein Wort. Echt? Krass. Schlecht, aber wir haben doch gehört, irgendwie auf der MS Europa, dass in der Sansibar auf Sylt Hampton Water der absolute Schlager ist. Ja, hat er. Hat ja auch erzählt, genau, oder? Ja, genau. Was stimmt denn jetzt? Vielleicht der absolute. Lagerverkauf war ja trotzdem, das kann ja sein. Lagerverkauf, irgendwie, der war auch zu dem Preis 20 Euro, da war halt sehr viel da. Ach so, okay. Okay. So, Leute, wir müssen abstimmen. Ich bin gespannt auf eure. Ich weiß, ich glaube, ich weiß, wir können es auch vorab einigen auf. Der Wein ist stark. Der stark. Mhm. 3, 2, 1. Wow. 9 Punkte von Michael. Wuhu. Axel 8. Ach, ja. Von mir auch 8. Das heißt 25 Punkte. Zu Recht. Der Wein ist gut. Ja, der hat eine Spannung. Das ist. Aber so an der Grenze, es ist nicht kompliziert. Ja, es ist jetzt nicht so ein aristokratischer Wein, aber er hat Anspruch. Und ich finde, das ist perfekt getroffen. Und man merkt in sich, das ist so ein Wein, denkt man morgen noch dran, das ist ein guter Wein. Und die Farbe ist eben sehr schön, wie du sagst. Ne? Also wenn das im Glas, das steht da. Ja. Für die, die sagen, ich Rosé, kannst du mich jagen? Dann, und der andere sagt, aber ich trinke nur Rosé, dann glaube ich, ist das so von der Farbe fast wie so ein Grauburgunder. Ne? So dieses leicht rötlich. Oh, jetzt auch eine schicke Flasche, ne? Ja, ich finde, Meiernägel ist immer so ein bisschen sehr puristisch unten und so. Und jetzt noch so, oder? Unten?
Ja, Meyer Nägel, dieses schwarze Cover da, so, Cover-Etikett. Ja, aber es sieht doch schon. Nein, es sieht schon wertig aus. Ja, es sieht wertig aus. Du kannst es. Habt ihr das in der Hansa Lounge? Nein, ich habe probiert den Wein heute zum ersten Mal. Ah, okay. Und ich weiß gar nicht, was Illusion heißt, quasi Illusion, dass es doch kein Rotwein ist, obwohl er mit Rotwein Traum gemacht ist. Ach, Leute, bis nächste Mal, ne? Tschüss. Bis nächste Mal, Leute. Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen. Mit dem Gutscheincode PODCAST spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10%. Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de.